Scheiß. 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 Ein ehrwürdiges Auditorium. Schwindelerregende Kapazitäten. Atemberaubende Faktoren und bildschöne Tendenzen. Und ich sage nochmals, wäre er auch nur 10 Zentimeter kleiner gewesen, es wäre für ihn überhaupt kein Problem gewesen, unter dem Tisch hindurchzugehen, ohne sich zu bücken. Damit hätte er uns allen und auch sich selber viel Kummer erspart. Ekel grassiert. Ekel plant. Ekel ruht sich aus. Mit ihm ruht auch die Arbeit. Einzig das Vergnügen summt in irgendeinem Schrank seiner alten Freundin der Klimax zuliebe. Hey du! Ich hab das Glück gepachtet. Schon alles gesehen? Heute? Hau ab! Alles klar? Alles klar, Ende. Hast du gehört? Ich hab das Glück gepachtet. Schon gesehen heute? Ich meine, die perfekte Einrichtung der Welt. Bestimmt nicht schlechter als gestern, keineswegs angenehmer als morgen. Und ganz unabhängig vom Wetter. Ganz unabhängig. Gratis. Mistkerl, Verrückter, verzieh dich! Stör nicht den Frieden der Wüste! In den letzten 5000 Jahren hinterließ der menschliche Geiz seine Spuren an Gebäuden, Monumenten, Büchern, Bildern, Städten, Kulturlandschaften und in der allerletzten Zeit auch auf Fotografien, Schallplatten und Filmen. Ende. Geist muss es heißen. Geist. Ich lese mal weiter. Mit diesen Mitteln hat der menschliche Geist in steigendem Maße die biologischen Begrenzungen des Gehirns überwunden, dessen Schwäche, Isoliertheit, Vereinzelung und kurze Lebensspanne. Was liest du da gerade? Lewis Mumford, den Mythos der Maschine. Verstanden. Wahrscheinlich uninteressant. Ende. Sag mal, schmeckt euer Kaffee heute auch so fade? Nein, bei uns ist alles okay. Übrigens, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ende. Durch die Motorisierung sind wir beweglicher und unabhängiger geworden.
Aus einer Ahnung wird eine Kontur. Ist eine Statue, darin eine Mumie, fühlt wie ein Mensch. Der hebt seine Flügel auf und davon. Zum Vergleich eine normale Streichholzschachtel. Unverändert. Gott sei Dank, Träume. Nur Träume. Echolote. Widersprüche vom Grund des Meeres. Bis sie uns erreichen, ist es Tag. Und der Verkehr bewegt uns stoßweise. Ich liebe dich. Manchmal habe ich das Gefühl, irgendein höheres Wesen will uns im Schlaf auf den Arm nehmen. Besser, ich nehme ein Aspirin. Unser täglicher Schlaf im Rachen des Ungeheuers kann nicht nur sehr erfrischend, sondern bei Licht betrachtet sogar ungeheuer traumlos sein. Gewisse Probleme, wie zum Beispiel das Erwachen in einem anderen Raum neben einem unbekannten Partner, sollte man nicht überbewerten. Jedem von uns kann es passieren, dass er die Augen neben einem Fremden, womöglich einem Toten, aufschlägt. Das mag erschreckend klingen, entscheidend jedoch ist und bleibt die optimale Einbettung. Das Gefühl von Nacht. In der Assoziatrie. Erster Tag. Langer Tag. Kurz vor Sonnenaufgang. In der Routine brennt noch Licht. Gut, günstig, gut, zufriedenstellend, wechselhaft, schwierig, gut, unterschiedlich, veränderlich, gut, ausgezeichnet, richtungsweisend, turbulent, unruhig, gut. Warten. Warten in Bereitschaft. Im Nachtauge vereint schlafen Mond und Sonne. Der Abstand wächst ins Minimale. In der Routine erlischt das Licht. Die Unruhe mancher Steine. Blut. Den Blütensaft in Stößen. Füllen, leeren, füllen. Ein Körper aus Dunkelheit und Gras. Ganz nah sind sich Erde und Wasser. Erster Tag, langer Tag. Warten. Warten in engstem Zusammenhalt. Einsame Materie unter dem Druck von Atmosphären. Der Wagen ist gleich da. Ekstatisch, enthusiasmisch, aquarell. Fremd, die Berührung durch die ersten Strahlen. Alt, was eben geboren wurde. Der Wagen ist da. Ein mörderischer Blick auf die Uhr, die für Sekunden die aufgehende Sonne verdunkelt. Zeitvergleich. Ein schöner Tag. Viel schöner als gestern. Kaffee? Nicht mal eine Wolke am Himmel. Und die Luft? So rein, so sauber, wie früher. Schwarz oder mit Milch? Fast ein bisschen kitschig, diese Sonnenaufgänge. Aber wunderschön. Nehmen Sie mit oder ohne Zucker? Schade, dass man so wenig Zeit dafür hat. Wirklich schade. Schönes Wetter heute auf unserem Atom. Einwandfrei schönes Wetter. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sie sind noch nicht lange hier, verstehe. Passen Sie auf. Sehen Sie da drüben? Da ist einer. Und dort? Dort läuft noch einer. Ganz deutlich erkennbar, fröhliche Menschen. Und hier? Schauen Sie genau hin.
So freut sich nur jemand, der vor wenigen Augenblicken noch gänzlich unbekannt war. Zugegeben, das sind Ausnahmen. Auch hier bei uns. Wir anderen... Da, sehen Sie, noch einer. Tja, wir anderen, wir laufen durch eine täglich unbekanntere Landschaft und werden immer schneller. Unsere Spezialbegabungen bestimmen höchstens die Unterschiede in der Art unseres Verrücktwerdens. Und wer sich dagegen auflehnt, der muss schon einen Traumjob haben. Wäre mir angenehm, wenn Sie es klein hätten. Was gibt's denn Neues in der Welt? Ach, der Yeti ist wieder aufgetaucht. Ja, natürlich hat ihn keiner gesehen. Aber was? Seine Schuhgröße haben sie jetzt genau ausgemessen. Nichtsnutziges Biest, will nur gesucht werden. Ah, der erste Besucher. Stopp, mein Herr. Es ist meine Pflicht, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie sich direkt am Eingang zur Wüste befinden. Keine Sorge. Ich bin die Klapperschlange. Ich habe freien Zutritt. Ich hatte dir doch gesagt, du sollst verschwinden. Zum letzten Mal. Kann jemand von euch erkennen, was es ist? Schwer zu sagen. Wir sehen nichts Genaues. Gehen mal dichter ran. Ende. Du, die du gebärst und verschlingst, um erneut zu gebären. Muttertag. Du, die du Samen und Geist des Mannes zu dir nimmst, nicht selten unerkannt. Muttertag. Du, in deren Bauch sich der Kosmos auf innigste zusammenkrümmt. Muttertag. Muttertag! 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 Sehr schön. Und genauso machen wir es, wenn wir dran sind, ja? Und vergesst nicht, die Urmutter ist drogenabhängig. Wenn ihr also irgendwas komisch findet, tut einfach so, als wäre gar nichts. Verstanden? Und nun stellt euch auf. Du, die du gebärst und verschlingst, um erneut zu gebären. Muttertag! Du, die du Samen und Geist des Mannes zu dir nimmst. Zu dir nimmst nicht selten unerkannt. Wir stellen jetzt besser unsere Fragen. Markus, du als Erster. Urmutter, sind wir wirklich im Kino? Jetzt du, Eva. Urmutter, wollen wir Menschen deshalb hinaus in den Weltraum, weil wir so fest an der Erde kleben? Achim. Urmutter, wie fein verteilt kann Gold sein? Verstanden. Ich werde Sie weiterleiten.
Sonst nichts? Im Augenblick nicht. Versuchen dran zu bleiben. Einen Fruchtsaft bitte. Pfirsich. In Ordnung, einen Pfirsichsaft. Treten Sie bitte etwas vor. Nein, etwas mehr nach rechts. Ja, so. Und nun beugen Sie Ihren Oberkörper. Nein, nein, Vorsicht, nicht zu schnell. Langsam und dabei doch locker. Fein. Jetzt halten Sie bitte diese Stellung und drehen Ihren rechten Arm ein wenig mehr nach links. Nicht mehr als 2-3 Zentimeter. Und nun Achtung. Stopp. Nicht mehr einatmen. Den Atem anhalten. Stimmt alles? Haben wir nichts vergessen? So, und jetzt die Führungshand bitte ganz langsam nach vorn schieben, so als liefe sie auf einer Schiene. Keine Kraft, ganz ohne Kraft, bitte. Ja, so ist es gut. Jetzt haben wir es gleich. Noch ein Stückchen? Ja. Genau. Präzise. Ein Pfirsichsaft für den Herrn. Mach 2,50 Mark bitte. Inzwischen fühlt sich der Teufel die Haare. Gib mir den Schlüssel. Gib mir den Schlüssel. Du sollst mir den Schlüssel geben. Du gibst mir jetzt den verdammten Schlüssel. Hörst du? Den Schlüssel. Den Schlüssel, sag ich. In der Assoziatrie. Erster Tag. Langer Tag. An alle. Wie ist eure Sicht? Momentan noch immer schlecht. Sind mehr auf unsere Intuition angewiesen. Genau wie wir. Sind vermutlich noch zu weit entfernt. Bei uns tut sich wieder was. Versuchen jetzt ganz dicht ranzukommen. Ende. Neue Sterne? Oder nur Sehstörungen? Edelsteine oder Zuckerkristalle? Spanische Wände? Oder Muskelfasern? Blumengebinde oder Bindegewebe? Lautsprecher oder kläffende Hunde? Makrophagen? Oder Erdteile? Starkstromfrequenzen oder kosmisches Gloria. Geist.
oder Selbstbetrug? Fragen, die keine noch so harte körperliche Realität beseitigt. Schleier, die keine weitere Frage durchdringt. Vorhänge, die sich öffnen. Wieder. Und immer wieder. Darf ich Sie etwas fragen? Nur zu, fragen Sie. Haben Sie schon von unserem neuen Dispositionskredit gehört? Ich glaube schon. Und? Hätten Sie kein Interesse? Um ehrlich zu sein, mein Arzt gibt mir höchstens noch 3 bis 4 Monate und da... Oh, ich verstehe. Das tut mir sehr leid. Ja, dann dürfte ich Ihnen vielleicht etwas völlig anderes vorstellen. Warum nicht? Sehen Sie, wenn man sich in einer solchen Lage befindet wie Sie, dann... Ja. Man braucht auch gewissermaßen auf nichts und niemanden mehr Rücksicht zu nehmen. Schon richtig. Sie könnten tun und lassen, was Sie wollen. Sie sind frei. Das war ich vorher auch. Bedauerlicherweise habe ich es zu spät bemerkt. Sie könnten das Verrückteste tun, die nutzlosesten Sachen benutzen. Sie könnten aber auch ganz luxuriös sich nur am Aroma der Dinge berauschen. Verstehen Sie? Ich glaube. Darf ich Sie dann mit einem besonders attraktiven Angebot vertraut machen? Es ist gleichbedeutend mit jener zarten, zerbrechlichen Stimmung während der Dämmerung, wenn das Licht sich sanft der Dunkelheit überlässt. Denken Sie an ein Tal, ein liebliches Tal. Schafherden, am Berg lagernd, kleine Gruppen von Menschen, ihre Stimmen, Feuer, der Geruch von Gerösteten, mit einem Wort Frieden. Und was soll ich nun kaufen? Ich meine, was steckt dahinter? Das dürfen Sie getrost außer Acht lassen. Parfum, Zigaretten oder Reisen, was Sie wollen. Sie brauchen diese Zugaben nicht mehr. Was für Sie zählt, ist die reine Vermittlung, der Klang, die Schönheit der menschlichen Sprache schlechthin. Klingt nicht schlecht. Es interessiert Sie, ich wusste es. Und jetzt mein zweites Angebot. Stellen Sie sich vor, eine Klarheit, eine unglaubliche Klarheit, in welcher Nähe und Ferne ineinander übergehen. Jeder Gegenstand ist gleich weit und gleich nah, egal ob es ein Stein am Weg, der Baum auf dem Hügel oder eine Wolke am Himmel ist. Dazu ein Licht, das von überall herzukommen scheint. Eine große Einheit von Gefühl und Materie, von Fantasie und Farbe, von Gerüchen und Gedanken. Und Sie sind ein Teil dieses Ganzen. Ein Teil dieses Ganzen und sein Mittelpunkt zugleich. Es ist eine Reinheit, die keinen Schmutz kennt, weil es nichts mehr gibt, was ihr Angst machen könnte. Alles ist für sich und doch gemeinsam. Alles hat sein Recht, seinen Sinn und seine einzigartige Gültigkeit. Ich frage Sie, ist das nichts? So ähnlich würde ich mir meinen Tod wünschen. Nicht wahr? Und all die kleinen weißen Körner der Waschmittel, den Eierlikör und die HiFi-Anlagen, die dürfen Sie beruhigt wegschmeißen. Ich ahnte es. Sie sind überflüssig. Vollkommen überflüssig. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind überflüssig. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Danke. Zerstreue. Wie so oft in dieser Zeit. Werfe ich mich ins bordeaux-rote Leder meines cremefarbenen 35er Bugatti. Und fahre mir ganz vorsichtig über die Lippen, bis in die äußersten Mundwinkel, in die Kristalle meiner Macintosh-Avoir nachzufolgen, die mir James Gardin am 2. Juli 1977 in zugegeben etwas ausschweifender Stimmung dort überliegt. Ah,
Herzlichen Glückwunsch. Wie lange war ich unten? Persönliche Bestzeit. Fast wären Sie ertrunken. Gratuliere. Falls Sie nichts dagegen haben, werden wir Sie ein wenig beatmen. In der Assoziatrie. Schwarze Flecken auf einer weißen Landkarte. Blindes Huhn mitten im Korn. Ein Witz, der sich blutig hackt. Erster Tag. Langer Tag. Die Wände schwanken und verändern die Perspektive mit den Schritten der Eingedämmten. Die Verbrämten jammern. Die Hartgesottenen legen Glut nach. Nur die Wilden blicken aufmerksam nach draußen. Der Verkehr lähmt unterhaltsam den Verkehr. Stimmen von weit her, die kommen und nicht gehen wollen. Geburtenstarke Jahrgänge. Dazu die Explosivität des Bouquets. Und mit zunehmender Geschwindigkeit wächst auch die Melancholie. An alle, wir tappen hier völlig im Dunkeln. Sieht jemand von euch inzwischen klarer? Ja, wir haben etwas. Soweit zu erkennen, handelt es sich um einen Apparat. Ein Apparat? Ich glaube, ihr habt recht. Es muss ein Apparat sein, der Lichtreflexe produziert. Und zwar unglaublich schnell. Scheinen irgendwelche Bilder zu sein. Habt ihr eine Ahnung, was für Bilder das sind? Wir können sie noch nicht voneinander trennen. Sie kommen zu schnell. Bleiben am Ball. Ende. Ich glaub. Was? Was hast du denn? Die Gutscheine. Ich glaub, ich hab sie... Was? Doch nicht zu Hause liegen lassen. Ich fahre nicht wieder zurück. Aber ich bin ganz... Ich hab sie vorhin noch in der Hand gehabt. Ja, irgendwo müssen sie doch. Hast sie bestimmt liegen lassen. Typisch. Ah, hier sind sie. Hab doch gewusst. Merk dir jetzt, wo du sie hinsteckst. Immer das Gleiche. Ich tue sie hier in meine Seitentasche. Was es wohl diesmal als persönliches Geschenk gibt. Wenn es wieder ein halbes Pfund Butter ist. Die können wir auch zu Hause kaufen. Eben. Aber die Kugelschreiber, die waren gut. Mit 4 verschiedenen Farben. Das war schon originell. Und der Schuhanzieher mit dem Autogramm doch auch. Stimmt. Auf der Einladungskarte stand, dass es auch wieder eine Extraverlosung gibt. Man kann ja mal Glück haben. Schon deswegen lohnt sich's. Wenn's mal nur nicht wieder Butter gibt. Hast du nicht gehört, was ich dich gefragt habe? Wo ist der Schlüssel? Den Schlüssel will ich! Hörst du schlecht? Den Schlüssel! Na gut, es gibt ja noch andere Mittel. Okay, Mann. 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 Das Konzentrationsgebaren gewisser Sonnenbrillen, die Sehschlitze mancher Menschen, Spähtrupps. Geh man! An alle! Bei besagten Lichtimpulsen handelt es sich ganz einwandfrei um Bilder. Diese Bilder überlagern sich. Manche blenden und zerstören sich gegenseitig in ihrer Abfolge. Ende. Okay, verstanden. Wir haben sie jetzt auch. Wie ist eure Position? Wir erkennen jetzt eins der Bilder. Es zeigt Wolken. Nein, starke Landbewegungen, sowas wie Erdfontänen. Es könnten noch Explosionen sein. Ende. Als Grundlage eine Scheibe Sesambrot.
Dann Butter, gut ausgestrichen, ein Salatblatt, etwas Schweinebraten oder gekochter Hinterschinken. 2-3 Löffel kaltes Rührei, Schnittlauch, ein festes Salatblatt, eine nicht zu dicke Lage gebratenes Hackfleisch, Tomatenketchup, eine Schicht geröstete Zwiebeln, ein frisches Blatt vom Eissalat, Grönlandkrabben, gut verteilt, bestreut mit Dill, Tomatenscheibchen, etwas Gurke, 2 Barren Schafskäse, klein gehackte Zwiebeln mit einem Schuss Olivenöl, eine geröstete Scheibe französisches Weißbrot, ein kleiner Sockel aus frischem Thunfisch mit Marinade, eine ungeröstete Scheibe französisches Weißbrot, eine Mischung aus Knoblauch, Kresse und Löwenzahn, eine Handvoll lockerer schwarzer Gartenerde, Radieschen, ganz oder in Scheiben, ein 2-Familienhaus, Tomatenketchup, mehrere feste Salatblätter, etwas Petersilie, 2... Ich möchte gerne... Auch wir haben jetzt die Bilder. Tiere. Rudel von Tieren. Was für Tiere lässt sich nicht ausmachen? Ende. Verstanden. Aber das sind nicht Tiere. Das sind eindeutig Menschen. Tausende von Menschen offenbar auf der Flucht. Wir haben hier ein völlig anderes Bild. Einen Mund, der sich rasend schnell bewegt. Ein Sprechen kann es nicht sein. Dazu bewegt er sich zu schnell. Jetzt beginnt er aufzureißen. Links und rechts aufzureißen. Die Mundöffnung wird größer, immer größer. Es kommt Blut. Ich glaube, wir haben dasselbe Bild. Aber das ist niemals ein Mund. Sieht eher aus wie ein Loch in einer vibrierenden, schlammigen Masse. Wissen Sie, gerade hier prallen die gesellschaftlichen Gegensätze mit unverminderter Wucht aufeinander. Die wenigen sozialen Aufsteiger verheddern sich schon nach kurzer Zeit in den gepflegten Haaren der etablierten Kreise. Manche Geschäfte haben Tag und Nacht geöffnet, aber dadurch wird nichts besser. Ich für meinen Teil pflege zu sagen, Kult und Kosmetik oder Kartoffelchips und Nirvana. Was soll's? Reizworte zerknallen in unserem Hirn, füllen es mit Schlagsahne und Ozon. Und es ist schon rührend zu sehen, wie bedeutungsvoll sich einige das Blut aus den Mundwinkeln tupfen. Haben Sie überhaupt zugehört? Elektronengehirn. Es tut mir einfach weh. Es tut ihm einfach weh. Dem harten Glauben an die Materie sei es gedankt. Es ist alles nur Schwingung. Sogar wir. Mehr oder weniger elegante Vibrationen. Energiebündel im Nervenkostüm. Und bei unseren Geschäften im elektromagnetischen Feld noch immer vollkommen unschuldig, jenseits von Gut und Böse. Ja, ja, du hast recht. Und alles, alles, mein Schatz, schwingt mit. Du, deine Stirn, deine Augen, dein unglaublicher Mund, meine Zunge, die Häuser, der Asphalt, die Fernsehantennen, unser Atommeiler, die Grünanlagen, dein Bauch, Buddha, 10 Zentimeter hoch auf dem Schreibtisch. Und wie, mein kleines Nervenbündel, sieht es aus, wenn wir uns lieben? Dann sitzt man todsicher in der Ionosphäre am Kaminfeuer. Eine einzige Fabrik fabriziert Kronenkorken, Seidenhemden, Panzerketten, Haustiere, Apfelsinen, Porzellan,
Kerzen und Wachsreste, Würstchen, Korkenzieher, Kanthölzer, Kanus, fleischfressende Pflanzen, fleischverachtende Pflanzen. Eine zweite Fabrik ganz in der Nähe fällt ein. Es arbeitet. Hast du was gesagt? Bitte stör mich nicht. Muss was tun. Auch wir sind jetzt dran. Bei uns erscheinen unzählige Lichter. Eine Lichtfassade. Ein wunderbarer Palast aus Licht. Im Vordergrund ein junges Paar mit zwei kleinen Kindern. Das Jüngere wird gerade geohrfeigt. Ende. Ich halte das nicht mehr aus. Ist das dein letztes Wort? Bestimmt nicht. Glaubst du, ich jetzt vergessen? Nichts. Gar nichts habe ich vergessen. Den Schlüssel möchte ich haben. Jetzt, auf der Stelle. Nun gib ihn mir doch endlich. Du brauchst ihn mir doch nur zu geben. Den Schlüssel! Ein Teller mit Fleisch, Bohnen, Kartoffeln. Sehr appetitlich garniert. Ganz allein in einem großen Glaskasten, wie ein Stillleben. Zwei in diesen Glaskasten hineinragende, fest hineingearbeitete Handschuhe, in denen sich zwei Hände bemühen, den Teller zu erreichen. Aber es gelingt ihnen nicht. Der Abstand zum Teller ist zu groß. Könnt ihr irgendeinen Zusammenhang zwischen den Bildern feststellen? Noch nicht. Jetzt. Jetzt haben wir die Niagara-Fälle. Eindeutig die Niagara-Fälle. Verleugnen Sie sich! Wollen sich verleugnen! Sie verleugnen sich. Richtig, Sie sind der richtige Mann. Ein riesiger, fetter Mensch in einem leuchtend blauen orientalischen Gewand. Irgendjemand hat ihm den Bauch aufgeschlitzt. Er blutet. Er blutet fürchterlich. Der ganze Boden ist mit seinem Blut bedeckt. Und er lacht. Dieser Mensch, er lacht. Der Kampf zweier Nashörner. Der Kampf zweier Catcher. Die schlafenden Körper von Frauen. Erregte Körper von Männern. Und das? Was ist das? Nicht kränken, nein. Ich wollte sie nur krönen.
krönen, ja? Nicht klinken, ja? Nicht klinken. Mir nichts vor. Du nicht? Was? Was soll ich dir sagen? Die ganzen Wege nach Hause ging es bergab. Immer fein bergab. Bist du schon mal den ganzen Weg bergab gegangen? Immer nur bergab? Das ist ein unwahrscheinliches Gefühl. Immer nur bergab. Du brauchst nichts, gar nichts zu tun, nur gehen, ganz einfach gehen, immer weiter. Die fuhren ganz allein bergab. Warten Sie, mein Herr, warten Sie bitte. Es ist meine Pflicht, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie sich hier direkt am Eingang zur Wüste befinden. Es kommen ja öfter Leute, die das nicht wissen oder es unterschätzen. Gerade neulich. Ich war nur für ein paar Minuten raus, da ist einer hier durch. Merkt natürlich nicht, dass er sich mitten in die Wüste begibt. Gut. Aber irgendwann sieht er eine Fata Morgana. Was interessiert ihn? Also geht er drauf zu. Und mit einem Mal merkt er, dass er längst in der Wüste ist. Da kommt ihm erstmal die Angst, das Grauen. Aber dann sieht er ganz schnell ein, dass er auf niemand anders stoßen kann als auf sich selber. Und er begreift, dass die Wahrheit der Wüste die Fata Morgana ist. Dann ist er wieder umgekehrt. Und als er bei mir vorbeikam, da habe ich ihn gefragt, glaubst du etwa, du bist hier was anderes als der Gedanke an Wasser, den Skorpione, Schlangen und Mäuse mit dir teilen? Und, habe ich gesagt, da wo du warst, da ist unsere Wüste, da sind unsere Halluzinationen, die wirklichen Weltreiche von heute und von morgen. Denn, und das habe ich ihm nicht gesagt, wo nichts Bestand hat, ein gar nichts, da setzt man automatisch auf das, was nicht vortäuscht, beständig zu sein. Aber nicht so ungut. Sind Sie auf Geschäftsreise hier oder ganz privat? Privat. Ganz privat. Möchten Sie nicht lächeln? Ich lächle nie. Aber es soll doch ein nettes Foto werden. Ich kenne keine netten Fotos. Also machen Sie. Wie Sie wünschen. So, das wär's.
kein besonders moderner Apparat. Sie irren, nur der Klang ist ein wenig nostalgisch. Ihr Porträt, bitteschön. Wer ist das? Sie natürlich. Nein, das ist jemand anders. Aber wer sonst soll es sein? Ich kenne das Gesicht nicht. Sie Spaßvogel. Zeigen Sie mal. Und ob Sie das sind, sind Sie vielleicht kurzsichtig? Diesen Menschen habe ich noch nie gesehen. Ich nehme das Bild nicht. Aber schauen Sie doch, die Augen, die Nase und der Mund, das sind Ihre Augen, Ihre Nase und auch Ihr Mund. Sehen Sie? Und diese Narben, diese grässlichen Narben überall, die die Haut verbrannt und zusammengeschmolzen haben. Wo denn? Ich sehe keine Narben. Sicher, Sie haben einen etwas unreinen Teint, wenn Sie das meinen. Den Mund, nehmen Sie den Mund. Eine schorfige, nicht heilen wollende Wunde, deren Ränder sich bis zu den Backenknochen erstrecken, wie bei einem Ekzem, sehen Sie. Jetzt übertreiben Sie. Unter spröden Lippen haben viele von uns zu leiden. Da sind Sie nicht der Einzige. Und was sagen Sie zu den Augen? Sind das nicht die Augen eines Toten? Sie sind mir eine Mimose. Aber irgendwo haben Sie recht. Gesund sehen Sie nicht gerade aus. Ich sage immer, Schlaf braucht der Mensch. Nur wer kann es sich heute noch leisten, mal richtig auszuschlafen bei dem Stress? Aber jetzt betrachten Sie mal den Hut. Das ist doch einwandfrei Ihr Hut, oder? Ich weiß nicht, ich habe ihn mir gerade gekauft. Dann nehmen Sie ihn ab und vergleichen Sie ihn mit dem auf dem Foto. Na? Ja. Er ist es. Sie haben recht. Sehen Sie, viel Aufregung um nichts. Ja, vielleicht dann... Ich finde, jeder sollte sich so akzeptieren, wie er ist. Gut, ich nehme das Bild. Erster Tag. Langer Tag. Das Boot ist da. Das Boot.